Schockschwere Not. Was ist denn hier los? Ist das etwa ein Seil? Können wir wirklich hinaufklettern? Wir werden es tun. Willkommen zurück bei Trüberbrook. Tannhauser wird sich nun sportlich betätigen. Ich bin sicher, er schafft das. Okay, das sieht cool aus. Das ist die stylischste Art und Weise, wie jemals ein Videospielcharakter ein Seil hochgeklettert ist. Sensationell. Sensationell. Okay, eine Bank. Eine sichere Bank. Ein herrlicher Ort, um eine Bank aufzustellen. Absolut. Haben wir hier? Oh. Schlummermorchel gefährdet. Eingriffe in die Pilzbestände im Trüberbrooker Umland. In den vergangenen Wochen wurden die Bestände der heimischen Schlummermorchel erneut Opfer allzu übereifriger Pilzsammler. Ein auswärtiger Wildsammler wurde mit mehreren Kilo des giftigen Schlauchpilzes im Gepäck aufgegriffen und vorübergehend in Gewahrsam genommen. Da verstehen Sie keinen Spaß. Der Trüberbrooker Tribun weist aus diesem Anlass darauf hin, dass das Pilzsammeln kein Kavaliersdelikt ist, sondern ein Tatbestand des Diebstahls, bei der gefundenen Menge sogar des schweren Diebstahls. Also, der das erfüllt. Ja, das habe ich halt falsch vorgelesen. Entschuldigt. Nach der Angabe der Behörden werden Schlummermorcheln in der Drogenszene in der Großstädte vermehrt zu psychoaktiven Tees verarbeitet. Die Kreisverwaltung Brookenlande bittet daher um ihre Mithilfe bei der Ergreifung unautorisierter Pilzwilderer und warnt dringend vor dem Konsum sämtlicher aus Schlummermorcheln hergestellter Substanzen. Die Folgen sind unabsehbar und die gesundheitlichen Risiken weitgehend unerforscht. Schleimspuren entdeckt. Was es alles gibt. Die ist aus einem blaugrünlichen Glibber ausgerutscht. Ih, was ist das nur? Auch im Bootsmann im Souvenirgeschäft, das kehrt langsam die Nebensaison ein. Ach ja, sehr schön. In Trüberbrook ist immer was los. Okay, hier können wir das Seil wieder runter. Aber hier können wir noch eine Leiter hoch. Yay! Und da ist er. Ach du liebe Zeit. Und er hat einen coolen Hut. Erwischt! Oh Gott. Das ist ein Privatgrundstück. Und offensichtlich hast du es unerlaubt betreten. Dieses Mal, ich sag's dir, hast du dir die falsche Nachbarschaft ausgesucht. You picked the wrong house, fool. Oh mein Gott, es ist Big Smoke. Nein, eigentlich nicht. Ich bitte um Verzeihung. Ich wollte gar nicht stören. Hast du das Schild nicht gelesen? Beladen, verboten! Meinen Sie das draußen bleiben oder das Zutritt verboten Schild? Witzig! Du bist einer von denen! Ich weiß es, gib's zu! Einer von denen? Oh nein, nicht schon wieder. Aber echt nicht. Okay, ich sag's Ihnen und ich sag's Ihnen nur ein einziges Mal. Ich bin kein Außerirdischer. Mir egal, was Sie glauben oder nicht. Ein was? Ein Außerirdischer? Du hältst dich wohl für besonders clever, hä? Im Gegenteil. Und wenn Sie glauben, ich würde mich noch einmal irgendwelcher Tests unterziehen... Ihr Regierungstypen werdet auch immer frecher. Regierungstypen? Ich hab euch letztes Mal schon gesagt, nicht mit mir. Name und Dienstgradsoldat. Sind Sie von der CIA, BND, HVA, FBI, NSA? Raus damit! Oder alles in Kombination. Ich bin kein Soldat. Ich bin vom Grünflächenamt der Gemeinde Trüberbrook. Sollen wir mal ein bisschen übers Ohr hauen? Ja, warum nicht? Ich bin vom Grünflächenamt der Gemeinde Trüberbrook. Sachbearbeitender Verwaltungsfachangestellter der Kommunalverwaltung, Tannhauser. Ich hätte da ein paar Fragen in Sachen Umweltverschmutzung. Lügner! Das ist lächerlich! Sag lieber die Wahrheit, sonst... Sag etwas! Okay, netter Hut. Was ist mit dem Eichhörnchen? Was ist mit Ihrem Eichhörnchen? Das ist mein Freund Dösi. Müder Typ. Dösi, jo. Okay, du hast wohl recht. Deine Lügen sind zu billig. Also, was machst du dann hier? Und dieses Mal die Wahrheit. Die ganze Geschichte. Wow,
Nun gut. Alles begann vor ein paar Wochen, als ich diese Gewinnbenachrichtigung erhalten hatte. Tante Lotti war einverstanden mit meiner Reise nach Europa. Einen solchen Gewinn dürfe man nicht ausschlagen. Vielleicht würde ich ja sogar jemanden aus der Verwandtschaft ausfindig machen. Außerdem hätte ich mir eine Auszeit redlich verdient. Ich solle nur heile und gesund wiederkommen, wünschte sie sich. Nach einem kurzen Aufenthalt in Berlin habe ich mich also auf den Weg gemacht. Und so bin ich hier oben gelandet. Interessante Geschichte. Völlig bescheuert, wenn du mich fragst. Zu der Millennium-Kooperative kann ich nur sagen, ich hatte schon immer den Eindruck, dass mit denen etwas faul ist. Gut, dass mit dir nichts faul ist. Also, tschüss dann. Komm jederzeit wieder. Dann können wir gerne ins Detail gehen. Lessing, übrigens. Lass mal. Ich schaue mich lieber in deiner Bude um, falls du es gestattest. Fangen wir mit der Lampe an. Diese Glühbirne wird mit Windenergie betrieben. 100% Ökostrom. 100%ig ökologisch. Das Windrad versorgt dieses Baumhaus mit Strom. Autonom und nachhaltig. Respekt. Detaillierte Blaupausen zum Bau eines Bunkers. Verrückt. Oh, hübsche Aussicht, ha? Wow. Nochmal. Wow. 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 Braves Hündchen. Eine Basstuba. Auf gar keinen Fall. Messing ist mein Kryptonit. Mit Kontaktallergien ist nicht zu spaßen. Eine Messingallergie? Oha. Dort hängt ein Einkaufszettel. Notrationen, Konserven, Dauerwurst, Alufolie, Illustrierte. Ganz besonders Dauerwurst. Ich möchte hier nicht rumschnüffeln. Selbstschutz. Du tust es doch bereits. Dann macht das bisschen auch nichts mehr. Das hatten wir auch gerade, ne? Detaillierte Blaupausen. Ja, verrückt. Ja, das waren die Blaupausen zum Bunker, genau. Ja. Muss ich mir, weil das so aufgelistet hier nochmal stand, muss ich mir das merken? Dort hängt ein Einkaufszettel. Notration, Konserven, Dauerwurst, Alufolie, Illustrierte, okay. Ich merk's mir einfach mal. Ich versuche es zumindest mir mal zu merken. Hä? Habe ich ihm gerade das Schaufelrad geklaut für das Boot? Tschüss. Kommt dir alles ein bisschen komisch vor, hä? Du bist ja gemein. Der arme Kerl, der wird dich nie wieder in sein Baumhaus lassen. Na gut. Na bitte. Dann will ich auch gar keine Zeit verlieren. Dann werden wir jetzt einfach mal eine Runde zum Boot fahren. Das sollte als Schaufelrad reichen. Haha. Sieht gut aus. Rein damit. Ahoi. Ahoi, Landratte. Die Wälder um Trüberbrook machen dem Namen dieser Ortschaft alle Ehre. Ich habe selten eine solch düstere und grauenerregende Landschaft erblickt. Zudem breitet sich ein grünliches Schimmern in den Bruchwäldern aus. Interessant. Papyrus? Nein, wer ist das? Beverly, ich habe mich mit einem Tretboot vom Bootsverleih bis in eine urige Sumpflandschaft vorgewagt. Hier begegnete ich der sterblichen Hülle eines verirrten Wandersmanns. Ob er einem Irrwisch gefolgt oder dem Huckauf, einem Ungeheuer aus der hiesigen Mythologie, zum Opfer gefallen ist, bleibt zunächst ein Rätsel.
Ich kann nur hoffen, dass mir nicht dasselbe Schicksal zuteil wird. Oh ja. Gute Idee, Hans, aber das würde nicht funktionieren. Was hast du überhaupt vor damit? Vielleicht sollten wir es uns erst angucken. Wenn ich mir den Kollegen hier angucke, bleibe ich lieber auf den befestigten Wegen. Allerdings. Wie Großmutter immer gesagt hat. Hast du dich im Moor verlaufen? Irgendwas mit Weg? Oh je, wie ging das noch? Wird schon. Du wirst schon nicht so enden wie der da. Hoffe ich. Ich frage mich, was das ist. Verschlossen. Wie immer. Pilze. Wie schön sie leuchten. Ich würde hier eigentlich nichts anfassen. Ich komme von hier leider nicht ran. Ist auch nur zu empfehlen. Okay, das ist sehr interessant hier. Irgendwas schimmert grünlich. Ein sehr interessanter Part, muss man auf jeden Fall sagen. Erst dieser Typ und jetzt der neue Abschnitt. Ich bin begeistert. Mir ist schlecht. Mhm. Obwohl, hey, was hast du gegen die Farbe grün? Ich mag grün. Irgendwas schimmert grünlich. Irgendwas. Wir können auch nichts damit machen, okay. Gehen wir noch die Pilze. Ich komme von hier. Pilz, wie schön sie. Stiefel? Die braucht er wohl nicht mehr. Sie haben ihren Dienst getan. Bis zum Schluss. Und darüber hinaus. Okay. Können wir die bei der Tombola irgendwie nochmal. Betreten strengstens verboten. Sensationsfund. Gezeichnet Paläontologische Gesellschaft Trüberbrook. Ah ja. Interessant. Und hier können wir sogar die Raben nochmal rufen, aber reden wir erstmal mit Beverly. Beverly, ich stehe vor dem legendären Trüberbrooker Exemplar. Aus der Nähe betrachtet überrascht es mich nicht, dass der Aberglaube von einem Seeungeheuer in dieser Gegend so verbreitet ist. Sensationell. Okay. Hier können wir doch bestimmt jetzt die Gummistiefel verwenden. Können wir. Gute Idee, Hans, aber das würde nicht funktionieren. Es fehlt noch was. Locken wir die Raben nochmal an. Was anderes wüsste ich nicht. Die sind echt hier. Aber was bringen sie nur? Tja. Was mache ich jetzt hier am besten? Hier geht immer noch nichts wahrscheinlich. Das dürfte immer noch verschlossen sein einfach. Was bringen mir die Raben überhaupt, außer dass sie sich so schön hierher stellen? Dazu hatte ich. Beverly, ich. Ja, wir könnten ja mit ihm reden. Warum nicht? Verzeihung? Verzeihung? Armer Kerl. Einfach stecken geblieben. Mhm. Fahren wir nochmal zurück, oder? Ahoi! Ahoi! Vielleicht hat sich in der Zwischenzeit auf der anderen Seite was getan. Was anderes. Wisst ihr? Oh mein Gott! Hulk traurig! Oh Mann.
Das erinnert mich an diese eine Akte X-Parodie-Folge aus den Simpsons, wo Mr. Burns so grünlich leuchtet und aus dem Wald kommt. Oh mein Gott. Sie haben das Boot repariert. Wie kann ich Ihnen nur danken? Nicht nötig. Nein, 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 ich bestehe drauf. Nehmen Sie das hier, als Zeichen meiner Anerkennung. Mit dieser Postkarte finde ich mich bestimmt besser zurecht. Mhm. Hulk bedankt sich. Danke. Tja. Eine Postkarte. Bringt die mir vielleicht da was, irgendwie... Ich weiß es ja nicht. Willst du das eigentlich... Viel zu eisig zum Schwimmen. Immer noch nicht, ne? Vielleicht bringt sie mir in dem Sumpf hier irgendwas. Ich hab ehrlich gesagt keine Ahnung. Ahoi. Es ist ja in dem Sinne... keine richtige Landkarte, oder? Vielleicht. Hier ist sonst nichts weiter. Was tun wir hier nur? Aber das fragt ihr euch bestimmt schon seit mehreren Parts. Was tut der Kerl? Ahoi! Ups. Ah, okay. Ist das jetzt so eine Art Schnellreisefunktion? Sensationell. Könnte ich jetzt zum Beispiel... Ist das die Irrenanstalt? Also das Sanatorium? Tatsache. Zu Hause ist, wo das Herz ist. Und wir leuchten grün. Ey, wenn uns jetzt Dr. Böhmermann so sieht, weißt du? Auf gar keinen Fall werde ich noch einmal da reingehen. Bist du sicher? Dann willst du vielleicht da rein. Da wäre ich unsicher. Ach, alter Spielverderber. Aber da hoch gehst du. Jetzt, wo wir so schön grün leuchten? Sind sie bestimmt begeistert, uns wiederzusehen. Okay, hier ist keiner drin. Genau, machen wir das Licht aus hier. Dann können wir mir ist gerade nicht nach ein... Immer noch kein Imbiss. Wieso konnten wir jetzt hier einfach so wieder rein? Da gibt es doch bestimmt auch nochmal irgendwas zu tun. Zu Hause ist, wo das Herz ist. Durch den Lüftungsschacht können wir nicht. Wir können wirklich nur... Das sehen wir nochmal. Sanatorium, seltsamer Ort. Da will er nicht rein, da will er nicht rein. Das hier haben wir noch. Ah, da war ja, glaube ich, auch nichts Interessantes mehr. Sanatorium Paradiso. Herrlich. Herrlich. Ja. Aber wenn wir schon jetzt so eine Schnellreisefunktion haben, sollten wir das natürlich auch irgendwie ausnutzen, oder? Ist nur die Frage, wofür. Hier haben wir Trüberbrook an sich. Hier oben haben wir... Ah, das war der... Ach, sieh mal an, wer da ist. Okay. Hallöchen. Gott, du bist ja wirklich ein Kopf kleiner wie die. Na, wen haben wir denn da? Wie ich sehe, konnten Sie mit den Stiefeln was anfangen? These boots are made for walking, sag ich immer. Danke nochmal. Gern. Du bist ein bisschen blass um die Nase. Wenn ich das so sagen darf. Hier, nimm eine davon. Bei mir helfen die immer. Gegen das grüne Leuchten? Sí, claro. Die bringen Saft in die Knochen und machen einen schlanken Fuß. Basierend auf naturheilkundlichen Prinzipien. Danke. Ich muss dann mal wieder. Bis später. Okay. Ich genieße noch ein wenig die Aussicht. Okay, mehr habt ihr euch nicht zu sagen.
Das war... Genau, hier ist der Bootsverleih. Sollen wir nochmal... Weil er gesagt hat, es bringt Saft in die Knochen. Ahoi. Können wir mit diesem netten Skelett dann jetzt noch irgendwas machen? Nö, können wir natürlich nicht. Tja, was mache ich jetzt? Ahoi. Vielleicht sollte ich den Part beenden an dieser Stelle. Vielleicht sollte ich aber auch... Moment mal. Ich weiß, was ich mit den Vitaminpillen anstellen muss. Ja! Natürlich. Kommen Sie ran, kommen Sie ran! Oh, wie ich jetzt rangehe. Oh ja. Na gut. Steroide, mein Freund. Ui, nicht schlecht, Herr Specht. Ich würde sagen, wir haben einen neuen Champion. Herzlichen Glückwunsch. Hier ist Ihr Preis. Ein Bleipokal? Also ein Pokal aus Blei? Ein echtes Schmuckstück. Danke. Nett. Was fangen wir jetzt mit einem Bleipokal an? Eine gute Frage, welcher wir im nächsten Part von Trüberbrook nachgehen werden. Bis dahin, euer Weehawk.